Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Oliver Glasner. Bevor wir gleich zu den Fragen kommen, würde ich direkt den Trainer um eine kurze Einschätzung des Spiels bitten. Ja, hallo an alle. War Spiel, wie wir es erwartet haben, Werder Bremen so aufgetreten wie in den letzten Spielen davor auch schon, sehr, sehr aggressiv und ja, haben uns sehr, sehr schwer gemacht, haben uns in viele Zweikämpfe verstrickt und ja, denke, dann hatten wir auch Probleme immer wieder in der ersten Halbzeit und haben dann mit Fortdauer des Spiels in der zweiten Halbzeit das Spiel dann besser in den Griff bekommen. War noch ja, immer wieder so im Ansatz gefährlich. Letzte Genauigkeit hat noch immer wieder mal gefehlt und konnten dann auch mit den Wechseln nochmal für frischen Schwung sorgen und ja, hinten raus dann mit einer sehr, sehr schönen, mit einem sehr, sehr schönen Konter das Spiel für uns entscheiden. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir hier das schwierige Auswärtsspiel in Bremen für uns entscheiden konnten und ja, fahren jetzt mit einem sehr großen Lächeln wieder zurück nach Wolfsburg. Danke. Ja, vielen Dank, Oliver. Dann würde ich jetzt gerne zu den Fragen kommen und starte mit dem einzigen Kollegen aus Wolfsburg, Leo. Ja, zuerst war heute, wir haben auch das thematisiert nach der letzten Niederlage und gesagt, es wird jetzt auch mal wieder Zeit, dass wir hinten, dass die Null steht. Ja, wir haben dem Gegner immer sehr, sehr wenig Chancen gegeben und trotzdem haben wir in jedem Spiel nach dem Restart ein Gegentor erhalten und das ist das, was wir heute sehr, sehr gut gemacht haben. Ja, erste Halbzeit noch zwei Chancen für Werder Bremen. Ich denke, in der zweiten Halbzeit dann keine mehr. Und das haben wir sehr, sehr gut gemacht als Mannschaft und auch in der letzten Reihe sehr, sehr gut verteidigt. Und das sticht für mich heute heraus, unsere gesamte Defensivarbeit der Mannschaft. Und ja, ich habe es vorhin schon erwähnt bei dem einen oder anderen Interview. Uns muss nichts aufhalten für Europa, weil wir ja noch mittendrin sind. Ja, das vergisst man zwar, wir stehen im Achtelfinale der Europa League noch immer. So wie es jetzt aussieht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Euroleague-Saison noch nicht zu Ende ist. Und wenn wir die Chance haben, ins Viertelfinale einzuziehen, dann beschäftigen wir uns mit dem zuerst, bevor wir über die nächste Saison sprechen. Und in dieser Saison wollen wir natürlich, und das ist ja ganz klar, so viele Punkte wie möglich noch holen. Unsere Leistung, die in den letzten, ja, ich denke jetzt schon wirklich sehr, sehr vielen Wochen sehr konstant auf einem guten Niveau ist, da wollen wir uns weiter stabilisieren und dann schauen wir, was rauskommt. Leo? Ja. Wie wichtig ist denn, dass bei Wout Weghorst jetzt dieser Tore-Knoten auch wieder geplatzt ist? Das war ja für ihn auch immer eine schwierige Phase. Ja, ich habe das schon, auch das habe ich schon gesagt. Da mache ich mir keine Sorgen um Wout, weil natürlich das sind die Situationen, ja, wo er einfach seine ganz, ganz große Stärke hat. Und wir hatten davor schon drei, vier Durchbrüche über außen, ja, wo wir keinen Abnehmer gefunden haben. Oder auch eine tolle Aktion, wo dann Janne Gerhardt noch eine Torchance hatte. Erste Halbzeit hat mir einen Gegenspieler getroffen hat. Und ja, aber möchte auch die Vorarbeit war toll. Ja, Felix, Klaus, er und Daniel haben da auch noch mal frischen Wind reingebracht in der Offensive. Wir hatten dann etwas mehr Tiefe in unserem Spiel und auch hier schon ja, einige gefährliche Situationen. Und deswegen ja, es ist natürlich freut es mich für Wout, dass er endlich getroffen hat. Aber wie immer war es von hinten raus, ja, wo Kevin Mbabu den Ball raustreibt, im richtigen Moment Felix Klaus mitnimmt, dann der Ball eine Mannschaftsleistung, wo halt am Ende der Nahrungskette dann Wout gestanden ist und das ja, für uns dann auch gefinisht hat. Wer Fragen hat, kann sie natürlich auch gerne in den Chat schreiben. Ansonsten würde ich weitermachen jetzt mit Sebastian Stiegel von der dpa. Sebastian? Sebastian, ich glaube, du bist nicht zu hören, weil dein Mikro ausgestellt ist. Ja, es war so, wir wollten heute ja, auch Werder Bremen so in Zonen den Ball lassen, die wir gut kontrollieren konnten oder aus unserer Sicht gut kontrollieren konnten, die Mitte zuzumachen und vor allem auch ihre Konter, die sie sehr, sehr gefährlich spielen mit ihren schnellen Spitzen in der Offensive, hier wollten wir gut abgesichert sein.
und war auch so eine Idee von uns. Werder Bremen hat jetzt viele Spiele im Dreitagesrhythmus zu absolvieren, dass sie vielleicht dann auch hinten raus etwas müde werden. Und ja, das ist immer dann graue Theorie, dass das dann ja, die Jungs so gut umsetzen am Platz, ist natürlich schön, und dass es sich dann, dass es dann auch so ausgeht, auch toll. Aber es war schon auch unsere Idee heute hier kontrolliert aufzutreten mit einem guten Balance im Spiel und auf unsere Chancen zu warten, geduldig. Hier hatten wir sicherlich auch noch ja, den ein oder anderen Abspielfehler zu viel in unseren Offensivaktionen. Aber wenn wir natürlich mit 1-0 nach Hause fahren, sind wir schon sehr zufrieden. Eigentlich gilt ja Ladies First. Lena Wurzenberger von der Bild-Zeitung, bitte. Auch hier ist das Mikro ausgestellt. Ja, stimmt. So, jetzt hoffe, man kann mich jetzt hören. Ja. Herr Glasner, Sie haben sich im Vorfeld etwas vor dem Thema Kuba-Kuba befürchtet. Wie haben Sie das jetzt live empfunden? Nee, war absolut top heute, wie sich, ich denke, alle im Stadion verhalten haben. Jeder hat mitgefiebert, jeder war hat er seine Mannschaft unterstützt, aber absolut im fairen Bereich. Und hier, wenn ich das im Vorfeld kritisch angesprochen habe, muss ich heute sagen, wie ich es erlebt habe, war das absolut fair und vorbildlich von, denke ich, von beiden Bänken, und gibt es hier absolut gar nichts zu beanstanden von meiner Seite. Timo Müller vom Kicker. Ja, habe ich schon. Habe mit ihm vor dem Spiel auch gesprochen, auch mit Florian Kohfeldt. Denke, und das auch hier mal klarzustellen, ich denke, dass das Wort Solidarität hier vielleicht auch wirklich nicht genau gepasst hat, sondern es war eher, und da habe ich das falsche Wort gefunden, der Fairplay-Gedanke, der mir hier, den ich ansprechen wollte im Vorfeld. Und das habe ich sowohl Florian Kohfeldt als auch Frank Baumann noch vor dem Spiel gesagt. Und ja, auch hier, ich denke, Solidarität war der falsche Ausdruck. Es war eher eine Geschichte des Fairplays. Und aber auch wie vorhin war absolut fair heute von der Werder Bank, auch von unserer Bank, und so wie wir uns in dieser schwierigen Atmosphäre das alle vorstellen. Gibt es von denjenigen, die mit eingeloggt sind, auch eine Frage? Ansonsten auch gerne über Handzeichen. Ich kann das hier sehen. Ja, Sebastian, noch mal einen Moment. Ja, das haben sich die Jungs ausgemacht, und ja, ich denke, wir alle sind ja da alle einer Meinung, oder hoffe ich, und bin auch überzeugt davon, dass Rassismus in unserer Gesellschaft nichts zu suchen hat. Ich selbst wurde schon mal, weil ich mich dagegen aufgelehnt habe, auf die Tribüne verbannt, weil ein Spieler meiner Mannschaft damals beim LASK rassistisch beleidigt wurde und ich mich sehr echauffiert habe darüber. Und ja, deswegen eine tolle und vorbildliche Aktion von allen Beteiligten. Und ich hoffe mir, dass dieses Thema immer weniger und weniger wird. Und ja, deswegen haben sich die Jungs das vorher ausgemacht und findet von meiner Seite absolut hundertprozentige Unterstützung. Dann frage ich abschließend, ob es noch weitere Fragen gibt. Das sieht tatsächlich nicht mehr so aus. Dann vielen Dank und einen schönen Sonntag noch. Dankeschön. Vielen Dank und schönen Sonntag noch. So, dann können wir loslegen. Hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel von Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg. Entstand 0:1. Hier im Wohn- und Westweserstadion. Florian, schön, dass du da bist. Wir beginnen die Runde mit Sebastian Stiekel von der dpa. Hallo, grüße Sie. Wie groß ist die Enttäuschung und was macht Ihnen noch Mut, immer noch Mut, trotz dieses nächsten Rückschlags und der Art und Weise, wie er zustande kommt?
Ja, die Enttäuschung ist groß heute, da müssen wir nicht drum herum reden. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt keine englische Woche haben, sondern eine normale Woche haben Richtung Paderborn. Das meine ich überhaupt nicht körperlich, weil da waren wir auch heute wieder voll auf der Höhe, sondern ich meine es auch, dass wir jetzt mit dieser Niederlage, insbesondere wie sie zustande gekommen ist, natürlich auch umgehen müssen. Was mir Mut macht nach wie vor, ist, hört sich blöd an, aber trotz allem die Tabelle, weil es sind nicht 7 oder 8 Punkte auf einen Relegationsplatz, es sind 3 Punkte und das schlechtere Torverhältnis, das müssen wir auch klar mit reinrechnen, da müssen wir realistisch sein, aber trotzdem sind es noch 4 Spiele und in 4 Spielen ist es möglich, 3 Punkte aufzuholen. Das macht mir tabellarisch natürlich Mut. Das Zweite ist die grundsätzliche Herangehensweise der Mannschaft. Wir waren alles andere als eine tote Mannschaft, die sich irgendwie ergeben hat oder nicht mehr an sich glaubt, sondern die Mannschaft hat heute durchgehend an sich geglaubt und hat über sehr, sehr lange Zeit in diesem Spiel sehr aufmerksam und gut verteidigt. Leider in dieser einen Situation nicht gut verteidigt, wo Weghorst einen Top-Laufweg hat, aber den müssen wir trotzdem aufnehmen, um das Tor zu verhindern. Und Mut macht mir auch nach wie vor die Art und Weise, ich glaube, der Kollege hat es ja auch eben gesagt, wie wir in Räume kommen, wie wir da reinspielen, Spieleröffnung gegen eine gut pressende Mannschaft, Übergangsspiel. Was natürlich schlecht ist, und da gibt es auch kein anderes Wort für, ist unser Verhalten im letzten Drittel. Wir haben heute bewusst nochmal mehr Spieler ins letzte Drittel gestellt, wollten unbedingt immer 5 Spieler im letzten Drittel haben, haben die Konterabsicherung verändert, dadurch, dass die beiden Außenspieler nicht in der Konterabsicherung mitgebunden waren, Ludde und Theo, sondern sie sollten immer wieder zweiten Pfosten flanken. Hatten wir auch ganz viele Situationen von, plus ein Sechser nachrücken, also immer wieder 6 Spieler in Richtung Box und ins letzte Drittel kriegen, also mindestens 5 Spieler in die Box. Und trotzdem haben wir es nicht geschafft, so zwingend zu werden, wie wir es wollten. Das ärgert mich natürlich, weil die Möglichkeiten waren da. Wir hatten 4-2 Situationen, 2-1 Situationen, Flankensituationen, Durchbrüche. Und das hat dann alles in allem auch, bringt das Spiel auf den Punkt. Wolfsburg schießt dann dieses eine Tor aus so einer Situation, von der wir auch einige hatten. Aber wir kommen nicht zum Abschluss. Und dementsprechend müssen wir die Niederlage anerkennen, auch wenn es für mich vom Spielverlauf her eher ein Unentschieden-Spiel war. Und nicht eher, sondern ein Unentschieden-Spiel war. Einen Punkt hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt. Aber die erstgenannten Punkte machen mir weiterhin Mut. Und jetzt werden wir uns schütteln. Und dann werden wir kämpfen. Und dann sollten wir und müssen wir in Paderborn gewinnen. Und dann schauen wir, wie die Tabelle aussieht. Und dann haben wir noch 3 Spiele. Und wir kämpfen um diesen Relegationsplatz jetzt. Das ist unser erstes Ziel. Und wenn wir dann über die Relegation kommen, haben wir noch 2 Chancen. Das heißt, aufgeben gilt auf gar keinen Fall. Auch bei aller Enttäuschung, die heute natürlich da ist, weil man sich insbesondere bei der über weite Strecken ordentlichen Leistung wirklich natürlich auch erhofft, dass dann das Quäntchen mal auf die eigene Seite fällt. Das ist es heute nicht und dann müssen wir weiter daran arbeiten. Aber Sie haben absolut recht, die Enttäuschung heute ist groß, aber der Kampfeswille ist ungebrochen. Die nächste Frage bitte von Timo Müller vom Kicker. Ja, hallo Florian. Hallo Timo. Schon was sagen, wie es dann in Richtung kommender Woche mit vielleicht weiteren Angriffsalternativen aussieht, die jetzt heute nicht zur Verfügung gestanden haben, sprich Miloš Vašica und ein Niklas Füllkrug, hattest du ja ohnehin auch schon mal gesagt, könnte ein Thema sein. Sind das dann noch weitere Hoffnungsträger? Also Miloš hoffe ich, dass es gehen wird. Er hat leider nach dem Tritt im Frankfurt-Spiel es nicht geschafft, die Schmerzen im Sprunggelenk waren zu groß. Er hat es gestern probiert, im Training auch schon mit Zuhilfenahme aller Mittel, aber es ging einfach nicht. Es ist jetzt aber meiner Meinung nach erstmal nichts, was ausschließt, dass er in Paderborn spielt. Aber gestern war klar, es geht für heute nicht. Niklas ist im Plan und wird, wenn alles normal weiterläuft, ein Kaderkandidat für Paderborn sein. Die nächste Frage kommt bitte von Lena Wurzenberger von der Bild-Zeitung. Hi Florian. Hallo Lena. Du hast schon angesprochen, dass das Spiel im letzten Drittel nicht gut war. Wie kann man denn da neuen Schwung oder diese fehlende Kreativität der Mannschaft wieder einimpfen? Ja, ich weiß gar nicht, ob Kreativität der richtige Begriff ist, weil Kreativität ist eigentlich der Ball dann nochmal rausspielen, um die Überzahlsituation zu schaffen, die haben wir ja. Also es gibt 2 klare Ansatzpunkte. Wir müssen Überzahlsituationen besser ausspielen. Das geht über
Isolieren des Gegenspielers, klares Anlaufen, da sind wir zu kompliziert, dann Hinterlaufen, Überlaufen, gerade in Kontersituationen. Und es geht um die Boxbesetzung. Das werden auch die zwei Themen sein, die wir diese Woche definitiv ganz oben auf dem Trainingsplan haben. Der zweite Aspekt sind aber natürlich auch Gespräche, weil es ist ja nicht so, dass die Spieler das nicht schon gezeigt haben. In Leo, in Finn, in Josh, in Julia, die haben das ja alle schon gezeigt, aber auch die nachrücken, Maxi, Davy. Und da wird es über Gespräche gehen und auch immer wieder ihn aufzeigen. Vielleicht, ich weiß es jetzt noch nicht, also sprechen auf jeden Fall, aber mit Sicherheit werden da auch nochmal Videobilder, auch positive kommen, die wir raussuchen. Ich hoffe, ich muss nicht zu tief kramen. Und insgesamt Training und Gespräche, das sind die beiden Mittel, die wir haben. Nochmal, ich glaube, wie wir ins letzte Drittel kommen, das ist ordentlich. Ist auch nicht überragend, aber das ist ordentlich. Und dann beginnt unser Problem im Offensivspiel. Und das kann man trainieren. Die Zeit ist knapp, aber vor allen Dingen dann auch über Gespräche. Und auch das Thema Schüsse aus der zweiten Reihe wird mit Sicherheit nochmal was sein, was wir heute schon angesprochen haben, was man ja, glaube ich, auch ein, zwei Mal gesehen hat, was auch ein wichtiges Mittel werden muss in den nächsten Spielen. Die nächste Frage kommt bitte von Malte Bürger vom Weserkurier. Ja, hallo Florian. Hallo Malte. Ich habe gerade gehört, du hast ausführlich über die Relegation gesprochen und die Spiele, die dann vielleicht noch kommen. Heißt das im Umkehrschluss, dass du nach der Partie heute Platz 15 und die direkte Rettung damit komplett abschreibst? Nein, aber wir sollten ein Spiel gewinnen. Ich habe auch gesagt, wir müssen in Paderborn gewinnen und dann schauen wir, wie die Tabelle aussieht. Aber natürlich kann ich lesen und Mainz hat gestern gewonnen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Partien heute ausgeht, die ja auch noch stattfinden. Stand jetzt sind 6 Punkte und das schlechtere Torverhältnis auf einen Nicht-Abstiegsplatz direkt. Und wenn wir nächste Woche gewinnen und dann sind es nur noch 3 vielleicht und dann spielt man noch gegeneinander, dann sieht die Sache wieder anders aus. Aber jetzt habe ich nicht darüber zu fabulieren, ob wir die 6 Punkte aufholen oder was noch passiert. Wir müssen uns konzentrieren, ein Spiel zu gewinnen. Und wenn wir in Paderborn gewinnen, das wird schwer genug, das ist hat man gestern gesehen, wie sie in Leipzig gespielt haben. Dann geht unser Blick erstmal auf den Relegationsplatz. Und das ist das Ziel, was wir jetzt aktuell haben. Und was sich dann noch entwickelt, schauen wir. Ich will nichts ausschließen, aber das realistischere Ziel ist natürlich der Relegationsplatz. Die nächste Frage geht jetzt bitte von Carsten Sander von der Deichstube. Hallo Florian. Hallo Carsten. Nochmal anschließend an das Thema Sturmoffensive. Wie sehr sehnst du da tatsächlich herbei, dass da Niklas Füllkrug wieder dabei ist? Auch wenn es nur als Einwechselspieler sein könnte, allein durch seine Mentalität, durch seine Präsenz im Team. Und anschließende Frage zur Defensive. Ihr habt wieder gut verteidigt eine ganze Zeit lang, macht dann aber den einen Fehler. Wie sehr demoralisiert das eigentlich, wenn sich so etwas wiederholt, weil es ja gegen Frankfurt schon ganz ähnlich gelaufen ist? Ja, zur ersten Frage, ich will dem überhaupt nicht ausweichen, aber ich würde natürlich auch, ich will jetzt nicht den Druck bei Lücke auf die Schultern packen und sagen, endlich kommt der Messias wieder, das überhaupt nicht. Er wird nur in Anführungsstrichen eine Alternative von der Bank sein, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, weil Niklas hat ein unglaubliches Tempo für sich vorgelegt in der Reha, weil er alles dafür tun will und mithelfen will, dass dieser Verein in der Liga bleibt. Und dafür gebührt ihm jetzt schon großer Respekt. Und trotzdem müssen wir eine Abwägung treffen zwischen der Gesundheit, weil Niklas soll noch länger für diesen Verein spielen und Tore schießen, und dem, was dann am Wochenende passiert. Also wichtig ist, dass wir alle da vorne torgefährlicher werden. Julia, Davy, Finn, Nick hatte heute 1, 2 gute Aktionen, Leo. Und dann kann Niklas eine sehr, sehr gute Ergänzung dazu sein und mit Sicherheit ein Element, was wir so nicht haben als spielstarker Boxspieler. Das ist schon wichtig und ich freue mich auch drauf, ohne Frage, seine Mentalität im Kader zu haben nächste Woche. Aber ich glaube, die Mentalität der Mannschaft, insbesondere in der jetzigen Phase der Saison, steht, glaube ich, außer Frage. Also, dass sie alles reinhauen, dass sie alles tun, dafür ist, glaube ich, deutlich zu sehen. Zum zweiten Teil deiner Frage, ja, das tut richtig weh, weil du halt das Gefühl hast, wir verteidigen so viel so gut weg, wir haben Ballgewinne ja auch in Räumen, wo sie echt spannend werden, weil du sofort in eine Überzahlsituation, in eine Kontersituation gehen kannst. Aber
es passiert wieder. Und das ist halt das Thema, was sehr weh tut, weil es Spiele gegen uns entscheidet. Und wir sind heute nicht eingebrochen. Gegen Frankfurt war danach ein deutlicher Bruch im Spiel. Es war natürlich auch heute deutlich später, in der 82., 83. Aber dann mussten wir alles nach vorne werfen, haben viele auf die letzte Kette gestellt, um da dann was zu erzwingen. Ja, und es tut weh. So ein Fehler dann, der dich dann am Ende zumindest den einen Punkt kostet, den wir heute auf jeden Fall verdient gehabt hätten. Kostet. Ralf Wiegand, das ist jetzt der Letzte im Bunde. Wenn ihr anderen aber noch Nachfragen habt, gebt mir bitte über den Gruppenchat ein kurzes Zeichen, dann würde ich euch danach nochmal aufrufen. Jetzt bitte Ralf Wiegand von der Süddeutschen Zeitung. Ich habe gar keine Frage mehr. Ist alles gesagt für mich. Danke. Dann schönen Sonntag. Dann die Frage an die anderen. Gibt es noch Nachfragen? Ich würde bitte noch mal kurz anschließen an die Frage eben. Es ist ja wahrscheinlich nicht ganz einfach, bei diesen Rückschlägen den Glauben an die Vorgehensweise und an die Rettung noch zu bewahren, wenn man diese Rückschläge bekommt. Wie kann man jetzt mit den Köpfen der Spieler arbeiten, dass der Glaube immer noch stark bleibt und man sich eben nicht in diese Rolle begibt, oh ja, wir schaffen es nicht mehr. Ja, der erste Schritt ist, dass wir aus der sportlichen Führung vorangehen. Und es ist auch in Ordnung, dass man heute enttäuscht ist. Das ist auch in Ordnung. Deshalb habe ich ja schon am Anfang gesagt, ich bin froh, dass jetzt keine englische Woche ist, weil dann müsste man das sehr kurz halten, diese Enttäuschung, sondern wir müssen kurz enttäuscht sein, weil das muss man verarbeiten und das muss auch zulässig sein. Aber dann muss man auch dieses Kämpferische wieder ausstrahlen. Und ich muss es und werde es und habe es, glaube ich, auch jetzt schon wieder ausgestrahlt vor den Spielern. Ich will alles tun, dass wir hier drin bleiben. Und das müssen wir vorleben. Da geht es über Gespräche. Jede Faser muss das ausstrahlen. Und das versuchen wir vorzuleben, weil das ist der erste Schritt, dass es gelingt. Und dann ist es aber natürlich jetzt auch unglaublich wichtig, sich ein Erfolgserlebnis zu holen in Paderborn. Gar nicht nur wegen der Tabelle, sondern einfach auch, um dann die Zuversicht für die letzten Spiele zu haben. Weil wir investieren so viel. Wir sind in der letzten Woche dafür belohnt worden. Und diese Woche haben wir jetzt halt zwei Spiele, wo wir auch viel investiert haben und gehen mit null Punkten daraus und null Toren. Und das ist etwas, was dir natürlich wehtut. Deshalb, kurz zusammengefasst, kurze Enttäuschung, absolut legitim. Wenn da jemand nicht enttäuscht wäre, wäre es eher befremdlich. Und dann vorangehen, kämpfen von unserer Seite, die Mannschaft mitziehen. Aber so wie sie heute gespielt haben, bin ich mir sicher, dass wir sehr kämpferisch auftreten werden in Paderborn. Und den Glauben haben wir nicht verloren. Also nochmal, kämpfen bis zum Letzten. Und es ist noch möglich, auf jeden Fall. Ein Handzeichen gibt es hier von Lena Wurzenberger, die auch das Wort bekommt. Also Lena, bitte, von der Bild-Zeitung. Danke. Florian, kannst du noch was zum Gegentor sagen? Da sah ja Kevin Vogt unter anderem auch nicht besonders glücklich aus. Ja, wie schon gesagt, wir haben Ballverlust vorne, den kann man haben. Das wäre komisch, wenn man den nicht hätte mal irgendwann. Wir haben das Gegenpressing nicht gut gespielt, also den direkten ersten Impuls, da den Ball nicht wieder gewonnen oder zumindest den Angriff zu unterbrechen, im Sinne von Ball ins Aus, Tackling und so weiter, haben wir nicht geschafft. Dann war die Restverteidigung war gut, also das Nachrücken zuordnen, so wie wir das nennen, war gut, haben den Ball wieder nach außen gedrängt und sind dann bei der Flanke im Rücken unaufmerksam, weil wir zu lange im Raum verteidigen, anstatt in die Mannorientierung zu gehen. Hier ist eine Nachfrage noch von Lena, bitte. Vielleicht noch was sehr Positives. Ludwig Augustinsson hat sein Comeback gegeben. Wie hast du heute seine Leistung gesehen? Ordentlich bis gut, fand ich. Hat Offensivaktionen gehabt. Das war auch der Grund, warum er heute gespielt hat gegenüber Marco, weil ich zwei sehr offensive Außenspieler haben wollte mit Theo und Ludde, die immer für Tore und Offensivaktionen auch gut sind, insbesondere Offensivaktionen. Tore eher Theo dann im letzten Drittel. Und hat das von Anfang an gut gemacht, mutig verteidigt, auch mit dem Hochschieben. Das war unser Pressing-Auslöser heute, wenn der äußere Mittelfeldspieler hochgeht, dann ins Pressing zu gehen. Das war ordentlich bis gut heute und ich freue mich, dass er das gut überstanden hat. Und möchte aber auch in dem Punkt nochmal Marco Friedl erwähnen, der in den letzten Wochen das sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Und nach wie vor ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Ludde in Paderborn jetzt spielt, sondern ich bin froh, diese beiden Alternativen da zu haben. Und die nächste Nachfrage von Malte Bürger vom Weser-Kurier, bitte.
Ja, mich würde einmal interessieren, wie du euer Restprogramm vielleicht auch im Vergleich zu den anderen Teams bewertest. Malte, kannst du vielleicht die Maske abnehmen? Ich verstehe nicht. Aber sorry. Klar, kein Problem. Danke. Jetzt besser? Ja, jetzt gut. Wunderbar. Mich würde einmal interessieren, wie du euer Restprogramm vielleicht auch im Vergleich zu den anderen Teams bewertest. Ihr habt zwei direkte Konkurrenten dabei, natürlich auch noch die Bayern zwischendrin. Und in dem Zusammenhang durch den gestreckten Spielplan, den es ja jetzt wieder gibt an die wenigeren englischen Wochen, bedeutet das für dich dann auch gleichzeitig, dass du jetzt eher wieder einen Kern von 11, 12 Spielern vertraust und weniger rotieren lässt oder wird trotzdem weiterhin 5 Spiele sperren können? Ja, den Restspielplan der anderen will ich gar nicht bewerten. Also wir haben mit Sicherheit ein unglaublich schweres Spiel da noch drin, aber mit dem beschäftige ich mich auch erst, wenn wir das Paderborn-Spiel gespielt haben, weil nochmal, die haben gestern unentschieden in Leipzig gespielt. Ich kenne Baumi gut, zusammen mit dem Fußballlehrer gemacht. Die werden brennen, also wirklich, werden richtig draufgehen und Alarm machen. Und darauf fokussiere ich mich. Restprogramm der anderen will ich nicht bewerten. Wir müssen punkten, sonst müssen wir über gar keinen Gegner reden oder irgendwas. Und nein, das andere ist, es waren jetzt natürlich auch teilweise erzwungene Wechsel. Leo, Milord, immer mal wieder dann auch die eine oder andere Gelbsperre, Milosch raus gewesen und so weiter. Also ich werde das situationsabhängig machen. Ich habe mir weder vorgenommen, vor dieser Zeit jetzt viel zu rotieren, noch gesagt, ich will nur mit 11 Spielern durchspielen, sondern man muss sich immer den Einzelfall ansehen und dann ist das Beispiel Ludwig Augustinsson heute ein gutes Beispiel, wo einfach das Profil dessen, was er heute spielen sollte auf der Position, besser zu Ludwig gepasst hat. Und ich bin froh, dass ich diese Alternativen wieder habe und sie ja jetzt auch im Sturm dann noch wieder etwas mehr kriege mit Milord und Lücke. Carsten Sander von der Deichstube hat noch eine Nachfrage. Florian, nochmal zum Gegentor heute. Weil im Grunde die Erklärung die gleiche ist wie bei 0-1 gegen Frankfurt. Ihr habt im Raum verteidigt, seid nicht am Mann geblieben. Ist das schlussendlich eine Frage der Kraft, der Konzentration oder der individuellen Qualität? Ja, das ist wirklich eine schwere Frage. Also der Kraft kann ich ausschließen. Das glaube ich nicht. Und grundsätzlich auch mit Sicherheit nicht der individuellen Qualität. Aber da können wir jetzt weit spekulieren. Ich habe auch noch nicht mit den Spielern gesprochen. Vielleicht haben sie nicht gesehen. Im Rücken glaube ich eher nicht. Da müsste ich mit den Spielern erst sprechen. Ich habe ja schon, glaube ich, sehr detailliert erklärt, was schiefgelaufen ist, wo die Ursache für den Fehler dann liegt, ob es in der Konzentration war, in der Aufmerksamkeit, in der Kommunikation, wer dazugeht, weil es ist ja nicht nur einer, der ihn da übernehmen kann. Das muss ich mit den Spielern klären. Das werden wir natürlich auch tun. Alles klar, das scheint die letzte Nachfrage gewesen zu sein. Dann euch vielen Dank und noch ein schönes Wochenende oder Restwochenende und einen schönen Abend. Danke, bis dann.